So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mindtest. Ja, ist by the way echt komisch, dass hier wirklich drei Sachen, auch bei unserer Reihenfolge, jetzt immer genau hintereinander sind, die alle drei grau sind. Das ist sehr unschön. Ich meine, hier ist zumindest noch ein bisschen Unterschied, aber die Dinger sind wirklich eins zu eins einfach gleich grau. Naja, solange wie es funktioniert. Ja, dann würde ich jetzt gerne die Anlage einfach mal testen, die Dinge einfach mal einschalten. Hier alles rausnehmen, was wir so an Ingots haben. Ich will das schon wieder die Hälfte. Das ist ja schwer. Alles in einer komischen Reihenfolge. Was mache ich hier überhaupt gerade? Einfach alles rausnehmen. So, haben wir hier 12 Sachen. Und ich nehme mal hier noch ein bisschen was aus den Kisten raus. Wobei, hier haben wir keine Barren. Eben die RIE haben wir keine. Schade, Barren haben wir gar nicht so viele. Noch. Ich wollte nämlich gerade einfach mal unsere Anlage voll pumpen. Wobei, komm, wir haben. Ich nehme mal hier überall so ein bisschen was. Ja, gut, ein bisschen. So. Verdammt. Ach, hier sind unsere ganzen Mäuse-Dingser. Ja gut. Hä, habe ich jetzt zwei überall rausgenommen? Naja. Wobei, ganz ehrlich, bevor ich hier ganz groß anfange mit sowas zu machen, würde ich tatsächlich doch, weil das Problem ist, diese Dinger, die arbeiten relativ schnell. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Anlage mit einmal vollpumpe, dann kommt doch hier hinten mit diesem komischen Pipe-Geflecht hinter auch relativ schnell relativ viel an mit einmal. Und dann könnte die Dinge wieder platzen. Deswegen nehme ich mal überall nochmal einen raus. Achso, siehst du, genau, die Dinger fallen jetzt weg. Und stattdessen brauchen wir jetzt Kohleblöcke. Das heißt, hier kann alles raus. Oh, wir sind voll, ne? Verdammt! Hey, hat war, aber bis. Also, das hat ja alles gerade so reingepasst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ja, da hat gerade so reingepasst. Gut, die Dinger müssen wir auf jeden Fall noch. Ja. Gut, das. Da brauchen wir ja auch Klumpen stattdessen. Also, Blöcke, meine ich doch. Ich meine, wir könnten echt sogar gucken, wobei wir jetzt gucken müssen, ob wir hier das Platz, wie sich überhaupt bekommen, dass wir bei dem Kohle doch nochmal Abzweck machen und automatisch das Zeug winden. Aber ganz ehrlich, so viel, das lohnt sich eigentlich nicht wirklich, ne. Nee, bleibt alles so, wie sie ist. Ja. Wobei das schon geil wäre. Und ich meine, Platz hier unten wäre jetzt sogar noch für eine Grinding-Anlage. Da bräuchte ich eigentlich nur von hier ein Rohr nach unten gehen lassen. Und dann könnten wir unten eine Grinding-Anlage bauen. Das ist gar nicht so verkehrt. Gut, erstmal wie gesagt, wir brauchen. Alter, hier ist alles voll. Was war das? Oh. Ich dachte gerade schon, mich will jemand küssen. Weil ja, scheiß mal rein hier. I need space. So, wir brauchen. Ich könnte alles mit Sorting Tubes machen. Hey, mach mal, da. Goddammit. Könnte ich machen tatsächlich. Achso, dort brauche ich auch noch. Ey, Quatsch. Das habe ich doch. Hier. Ich muss mich da hinten ja hochbauen. Oh, hier geht es aber nicht lang. Verdammt. Unsere Anlage ist nicht sehr komfortabel. Also nicht sehr erwartungsfreundlich. Bob.
Aha. So. Irgendwie so. Gut, hier müssen wir. Ich baue hier erstmal alles ab. Hätte schon gedacht, die Hälfte fällt runter. So wieder. Adios, amigos. Ihr Schweine. Ach, da unten. Na egal. Immer lassen liegen. So, jetzt wird es hier nämlich spannend. Oh, das wird geil. Oh, das wird geil. Ah, oh, das freut mich. Das wird. Da. Da hinten kommt erstmal nur eine hin. Bei der anderen muss ich noch gucken, ob wir da noch eine andere hinmachen. Ja, das passt perfekt. Wow. Okay, folgendes nehme ich jetzt. Jetzt nehme ich folgendes. Jetzt passt mal auf hier. Ah, jetzt geht's mal kurz hier ein bisschen Backslash mit der Kelle. Du kommst. Nein, du bist ein bisschen. Weg, weg, weg. So. Scheiße, weil ich gar nicht, welche Reihenfolge das auf der anderen Seite ist. Verdammt. Okay, das heißt, ich muss erstmal die Dinger nach der Reihenfolge sortieren, wie es da hinten. Wie es hier ist. Diamant. Mese. Zink, Schmiedeeisen, Zinn, Lied, Zinn, Lied, ach nee, da ist Zinn, das ist Chrom, ach, ich hab Chrom vergessen. Verdammt, scheiße, also alles weg, alles stopp, dreh ich. So, Zink, Chrom, Schmiedeeisen, Blei, sowas nehme ich. Zink, Chrom, Schmiedeeisen, Blei. So macht für mich Sinn. So, und jetzt kommt hier Zinn und Silber. Genau. Zinn, Silber und jetzt kommen die Dinger hier. Die farbigen vier. So, und hier muss ich erstmal alles raus. Du Scheiße. Jetzt haben wir nämlich Lagerproblem. Verdammt. Gut. Eigentlich kann ich ja eh alles weg. Viel Spaß, tschüss. Halten die mich falsch. Wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Yay! So, habe ich hier eigentlich noch so ein komisches Ding? Ja. Denn das Ding hier, achso. Keine Upgrades drin. Okay. Hey, ja, komm. Achso. Na super. So, so. Voila, da kommt in die Kohle rein. So, okidoki, let's go. Okay, das heißt, in die obere Reihe. Oben ist grün.
Alles andere mache ich erstmal aus. So. Warum eigentlich denn? Hä? Moment mal, da fehlt ja aber noch so ein Ding, ne? Ja, genau, da fehlt noch ein Ding. So. Genau. Gut, das heißt, das geht erstmal. Das sind erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Die kommen alle nach oben. Und oben wird das wie folgt weiter sortiert. Jetzt wird es nämlich tricky. Nach blau kommen die ersten vier. Die werden dann quasi hier nach grün weitergeleitet. Und dann gehen dann hier nach blau, um hier dann in die entsprechenden Dinger einsortiert zu werden. Das heißt, die ersten drei gehen hier auch wieder nach blau. Und der vierte geht nach weiß. Was ist da eigentlich? Kann ich hier auch gleich Kupfer reinmachen? Weiß. So. Jetzt gehen hier die ersten Beine und der dritte geht nach weiß. Die ersten ein und der zweite geht nach weiß. Und die ersten 0 und der erste geht nach weiß. So. So müsste das genau funktionieren. Das wird nie im Leben funktionieren, Alter. Das ist wieder so logisch, dass das kann nur schief laufen. So, und hier brauchen wir jetzt den letzten Mitri und der muss nach rot. Voila. So. Die müssen. Hey, ich habe hier gerade vollkommen komplett falsch gemacht. Genau. So, Diamant kommt nach da. Dann geht Diamant nach blau und das nächste kommt da. Diamant und das kommt. Das. Und dann kommt das nächste. Das. Und dann kommt das nächste. Und das geht nach rot. Und hier bei rot geht das nach weiß und das andere ist aus. Voila. Wow, die erste Reihe ist fertig. Digga, das ist wow. Es ist so brainfuck, aber gleichzeitig so logisch. Weil, wisst ihr, wie ich meine? Das sind so die Sachen, die ich liebe. So. Das ist. Das ist. Ha. Mann, werde ich gerade feucht in der Hose. So, hier ist alles erstmal noch grün. So, und jetzt kommt die untere Reihe. Das heißt, ich swap mal hier kurz alles. Und jetzt kommt wieder der gleiche Scheiß. Alles geht nach blau. Die ersten vier gehen nach blau. Und dann weiß. Und rot. Wobei jetzt auch noch Kohle dazu kommt. Ne? Bam, bam und bam. So. Die ersten drei gehen nach blau und der vierte nach weiß. Die ersten zwei gehen nach blau und der dritte nach weiß. Der erste geht nach blau, der zweite nach weiß. Keiner nach blau und der nach weiß. So, jetzt wieder gegenchecken. Hier ist Mese. Mese ist jetzt dort. Dann kommt Chrom dazu, Mese und Chrom. Dann kommt Lead dazu, Mese, Chrom, Lead. Kommt Silber dazu, Mese, Chrom, Lead, Silber. Und das kommt halt ja da rein. Die beide gehen nach Rot, wobei hier dann wieder der geht nach Weiß. Der geht nach Rot. Achso, da habe ich jetzt so ein Ding gemacht. Egal, das lasse ich erstmal. Ich mache hier jetzt auch so. Ist überhaupt nicht nötig, aber ist jetzt einfach von der Aufbaulogik her.
Machen wir es jetzt einfach mal so. Voilà. Das Problem ist nur, ich traue mich jetzt nicht, die Anlage zu starten. Irgendwie habe ich Angst, dass es, warum auch immer, nicht funktioniert. Man, Digga, das kann nicht funktionieren. Ich hab's gemacht. Scheiße. Ich habe Angst. Achso, ich nur, die Dinger laufen ja bereits. Ups. Okay. Ladies and Gentlemen, es geht los. So, die muss ich da oben wieder einsortieren. Die kann ich hier nicht reinwerfen ins System. Aber die werfe ich jetzt alle ins System und jetzt wird da gleich alles explodieren. Oh Gott, das wird... Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Oh mein Gott, ich habe Angst. Oh mein Gott, ich habe Angst. So, du bitte nicht. Halt. Sie kommen. Oh mein Gott, funktioniert alles so gut. Ach ja, die Dinger brauchen hier auch noch alle Mesekon. Gut, dann können wir zumindest erstmal gucken, ob das hier alles funktioniert. Bis hierhin. Wobei das auch alles echt gut aussieht. Das war's schon, ne? Nee, ist alles noch nicht angekommen. Muss alles noch ankommen. Ja, geht alles 1:1 rein. Wie lange brauchen die Barren, bis sie hier oben ankommen? Wir haben so viel Scheiß reingeschmissen. Aber hier ist noch nichts angekommen. Müsste doch schon längst alles hier oben sein. Haben wir nicht überall massig Sachen reingeschmissen? Ach, ja, klar. Eben wurde schon alles verarbeitet, ich schon wieder. Ah, Leute. Ich habe gerade nur hier geguckt und dachte, hier müssen doch schon mehrere Dutzend Dinger drin sein, aber eben, klar, wurde halt schon alles verarbeitet. Nevermind. Ich bin einfach nur schon wieder dumm. Aber das sieht alles gut aus. Holy shit. Oh mein Gott, ist das... Oh mein Gott, oh Gott. Gut, jetzt wird Mesekon verlegt. Wobei ich immer erst einen nach dem anderen anschließe, weil ich möchte unbedingt gucken, ob das da oben funktioniert mit den Dingen. Also, ist jetzt nur die Frage, wo kriege ich Mesekon her? Ich müsste jetzt eigentlich erstmal vertikal Mesekon machen, ne? Ah, die muss man dazu ja backen. Gut, haben wir noch Mesekon?
Also vertikal, das meine ich jetzt so. Ja. Ah ne, das da. Oh, ich bin so. Ah, ich traue dem Braten nicht. So, ich kann bei so hier erstmal die Dinger wieder einpacken. Ah, die habe ich unten gelassen. Verdammt. So, hier die Dinger können auch raus. Alter, wie viel. Jetzt haben wir schon massig Zeug davon. 200 Blöcke. Leck mir am Arsch. So, und hier machen wir jetzt einfach das ganze Zeug rein. Da ist die Kiste erstmal nur noch hierfür. Und auch nur, weil ich sonst nicht weiß, wohin damit. was soll ich jetzt machen? Genau. Mesekon verlegen. So, das heißt, dann kommst du nämlich hier weg. Stattdessen kommst du dahin. So, Rest machen wir von oben. Muss ich mal kurz überlegen. Gut, das hier muss natürlich jetzt erstmal weg. Nein, meine Erde, meine wunderschöne Erde. Das lasse ich noch da. So, und hier muss noch einer rauf. Voila. Oh. Okay, Kohle funktioniert schon mal. Und die andere beiden auch. Ich bin gerade gekommen. Das war gerade das hier. Das Schöne ist, man kann bei den Dingern, dadurch, dass die Mitte immer transparent ist, wo ich früher schon ganz froh bin, sieht man immer, ob die Dinger auch wirklich funktionieren. Ja, funktioniert perfekt. Oh mein Gott. Gut, ich mache mal hier so. Damit ich immer drei Dinger gleichzeitig aktiviere. Das macht das Beobachten einfacher. Bis die nächsten drei rauskommen. Genau. Eher. Oh mein Gott. Nee, ich von hier aus kann man es besser sehen. Leider erkennt man dabei den Farm halt gar nichts. So, man kann nur gucken, ob die Dinger reingehen. Ja, und sie gehen alle rein. Oh, ist das krank. Oh, ist das krank. Das ist. Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist. Bin ich gerade ein bisschen happy, ne? Merkt man gar nicht. Gut, bei dem orangen Zeug, also das Kupfer, das sieht aus, als wenn es wieder runtergehen würde, geht aber in die Kiste rein. Oh mein Gott. So, jetzt das letzte Ding. Schön bunt. Oh mein Gott, Uran. Alter, so viel Uran, es müsste uns halt komplett umbringen bei der Verstrahlung. Funktioniert einfach. Es funktioniert einfach. Oh, wobei, halt, nee, da oben funktioniert es nicht. Oh, da habe ich die falschen reingemacht.
Warum? Eben hier unten ist ja. Warte kurz, wo ist Kupfer? Ach, ja, genau. Der geht nach Rot. Ich habe die bei dir hier vertauscht. Das heißt, wir brauchen noch einen Methylblock. Ey, du bist ja Methryl. Ah, hieß da, also einen Fehler haben wir gemacht. Schade, schade. Aber hey, ist doch gar nicht mal so schlecht. Ist doch gar nicht mal so schlecht. So, da oben, wie gesagt, eigentlich könnte ich das einfach so lassen, aber nö. Nicht mit mir. Ach, das ist geil. Wow. I'm pregnant. So, Mithril war. Kann ich Sachen in die Ausgabe packen? Ja, ne? Voilà. So, jetzt müsste der automatisch. Beeil dich, schneller. Hier, links vor 3, 4, links vor 3, 4, links vor 3. Ach, das dauert. Jawohl, es funktioniert. Oh, die ersten Blöcke. Oh mein Gott. Das ist gut. Das ist sehr schön. Also, das ist so die Anlage, wie ich mir eine Anlage mit der Art und Weise vorstelle. So, das ist geil. Versteht ihr, wie ich meine? Hier ist komplett Verarbeitung. Und da oben ist dann alles. Voila. Fertig. So, jetzt müssen wir das alles hier wieder ins System bringen. Also genau, die Sachen können wir noch umbringen. So, ich muss irgendwo noch eine Pipe rumliegen. Oder wurde ich schon eingesammelt, irgendwann aus Versehen? Oh, scheinbar. Danke. Was ist das geil, Alter. So, alles weg. Nee, Leute, finde ich einfach zu geil. Das ist nicht gut. Das ist einfach zu geil. So, wenn wir jetzt mal hier erstmal kurz, erstmal hier ein bisschen, Alter, ich muss noch. Ja. Ich werde eine gesamte Folge brauchen, alleine um unser Inventar aufzuräumen. I swear, voilà, bibibi. Du kommst auch da rein. So, erstmal hier weg, weg. Achso, nee, das muss ja auch mit da. Müssen wir auch einsortieren. So, das heißt nämlich, ich werde jetzt erstmal kurz mal ein paar Brötchen essen hier. Ein paar Brötchen, was auch immer das sein soll. Brote. So, jetzt werde ich unser System erstmal im wahrsten Sinne des Wortes zuscheißen. Mit dem ganzen Kladderadatsch hier. So, jetzt ist die Kiste schon mal leer. Und wie gesagt, das hier ist denn jetzt. Ich meine, wir könnten hier tatsächlich die Kiste wegnehmen. Also nicht wegnehmen. Aber wir könnten hier halt die so erstmal abbauen. Da muss ich nur drauf aufpassen. Ich kann jetzt hier nicht in die Richtung weg. Das würde nicht funktionieren. Das heißt, ich muss erstmal hier so ein bisschen. So, und dann haben wir jetzt hier, so ist sie ein bisschen besser im Zugriff. Versteht ihr? So muss man hier nicht immer in die Ecke krauchen. Sondern, ne, so kann man einfach drauf zugreifen, gucken, ob hier Müll drin ist. Perfekt. Ja, und da um die Kiste, ja, wollen wir die mal leer machen? Ich habe keine Ahnung. Ja, mal schauen. So. Genau. Das sieht gut aus. Wobei sie die schon echt ganz schön füllt. Das ist. Kommt hier zu wenig Strom an oder was? Oder braucht ihr echt so lange zum Einschmelzen?
Ich meine, wir haben ja hier noch einen Platz, ist ja zu viel gesagt. Ich meine, ganz ehrlich, wir könnten auch das Ding nach hier setzen. Also den letzten Kreis können wir ein bisschen umdesignen, sodass wir das Rohr mit den Resten nach vorne rausgehen lassen. Dann können wir das Ding hier in die Wand schieben. Dann könnten wir das Ding hier noch zwei breiter machen und hier noch zwei weitere Öfen dazu bauen. Wenn es wirklich daran liegt, dass der Ofen zu langsam ist. Aber ich meine, ab und zu ist er super schnell und ab und zu ist er halt super langsam. Also, ich schätze mal, eher da ist wieder die Stromversorgung hier scheiße. Oder ich sollte gerade bei dem hier vielleicht mal doch eher mit diesen Stack-Injektoren arbeiten, dass der vielleicht effizienter ausgelastet wird. Ich bringe erstmal die Sachen ins Kre in den Kreislauf hier. Ich muss ja bloß grob in die Richtung schmeißen. Warum eigentlich? Wie gesagt, ich kann die Sachen einfach alle hier reinpacken. Ich schon wieder. Nevermind. Pop. So. Können wir auch mal die Kisten hier abarbeiten, ne? Eieiei. Ich mach erstmal hier die untere Kiste. So, bevor wir hier irgendwie zu viel Müll bauen, mache ich das Ding erstmal nach oben. Nicht, dass ich aus Versehen auch in den Kreislauf schicke. Wobei, ist ja völlig egal, ne? Ist ja. Pff, kommt da hinten in die Kiste. Können wir gleich mal gucken, ob das auch funktioniert. So. Da wandern sie. Egal, ich lasse das mal wandern. So, genau. So, ich würde die Kiste nicht zu voll werden lassen, deswegen nehme ich jetzt noch nur ein bisschen was raus. Von allem etwas. Ist schon mehr als genug so. Ha. So, und jetzt, wenn wir mal so gucken hier, dass ich mir doch noch mal ein paar Stackwise-Injektoren baue, brauche ich zweimal Mese. Jetzt haben wir ja direkt Meseblöcke. Ach, Leute. Die Welt ist so einfach. Gut, also ich würde mal sagen, mit den Stackwise-Injektoren machen wir nächste Folge. Ja, von daher. Bis genau dieser.